Hallo und willkommen zu meinem, ja, Video. Meine Güte, irgendwie, jetzt wartet mal. Auf dem Video sieht es aus, als hätte ich hier voll die kurze Augenbraue, nämlich nur bis hier, aber die geht eigentlich bis hierhin. Aber da vorne ist sie halt ein bisschen dünner als und hier auf der Seite auch. Interessant. Entschuldigt. Ja, ich habe euch jetzt alles erzählt, von meinem, wie was bei mir die letzte Zeit los war. Bis hin zu, wie mein Geburtstag war. Aber ich habe euch was Wichtiges noch nicht erzählt. Aber ich konnte es euch nicht in ein Update-Video packen, weil es noch nicht passiert ist. Aber es passieren wird. Deswegen, ja. Es gibt auch gute Nachrichten in nächster Zeit, aber auch beängstigendere für mich. Also, und es wird auch für euch was Neues. Ja, auch ihr seid dann damit sozusagen, ihr könnt da auch sozusagen mit, seid auch mit damit betroffen. Nämlich ist Folgendes. Also, ich habe ein kleines Projekt vor mir. Ein kleines Riesenprojekt, wenn wir ehrlich sind. Und zwar ist es wie folgt. Dieses Jahr sind Leo und ich in diesem Zimmer praktisch fast gestorben vor Hitze. Wir haben es wirklich, also es gab schon so Zeiten, wo man sagt, wo wir halb Pudding waren. Wirklich so dieses Prinzip. So heiß war es hier drin. Und meine Mom hat dieses Jahr auch gemerkt, mein Zimmer lässt sich nicht lüften, egal wie wir es machen. Wir haben wirklich das Fenster komplett aufgerissen, mit Vorhang weg und mit Rollladen hoch und komplett, das ganze Fenster war offen und trotzdem kam praktisch, okay, entschuldigt mich, eine Sekunde, ich muss kurz, mein Hase verlangt Leckerli. Wenn ich jetzt nicht Leckerli gebe, dann können wir das restliche Video vergessen, weil dann will er, macht er Lärm. Stimmt, sagt er, mach ich Lärm, Mami. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass es hier drin in diesem Zimmer zu heiß wird. Also mein bis jetziges Zimmer ist viel zu heiß. Und auch bedingt durch das Ableben meines Großvaters ist es so, dass meine Oma an einer, das ist jetzt nicht nett gewesen, Schatz, aber gut, dass meine Oma gesagt hat, sie baut die Sauna ab und dadurch ist dort Platz frei geworden. Und meine Mom hat dann mir angeboten, sie wäre bereit, das Zimmer direkt neben meinem frei zu räumen. Was heißt, dass sie dann sozusagen dort wäre dann ein Zimmer frei. Und da ich ja, so, weil es ja das Zimmer neben meinem Zimmer ist und ich diese Wohnung sowieso irgendwann voraussichtlich mal komplett übernehmen werde, haben wir gesagt, dann mache ich das. Ich übernehme das Zimmer und ja, ich erweitere mich. Und das heißt dann, dass ich innerhalb der nächsten, also voraussichtlich Jahresende bis Mitte nächsten Jahres, so um den Dreh rum wird sich bei mir zimmertechnisch ganz viel ändern, weil ich dann viel umräumen muss und viel auch sich also ändert. Also im Moment Stand heute, das ist der 28.08. immer noch, ist es wie folgt, das geplant ist von meiner Seite. Ich habe jetzt schon sicher die Farbe, die ich gerne für meine Wand hätte. Also das wird, also welche Farbe es wird, erzähle ich euch, wenn es ja soweit ist. Ich habe auch schon eine Deckenlampe ausgesucht. Die hat sogar noch einen Bluetooth-Lautsprecher drin. Also dann kann man dann über die Deckenlampe Musik hören. Das finde ich total tolle Idee. Wenn es nicht so die tolle Idee ist, werdet ihr das dann spätestens in ein paar Wochen erfahren. Aber ja. Und Stand jetzt werde ich voraussichtlich, und da werde ich euch dann auch mitnehmen, werde ich zweimal Minimum rausgehen müssen für zwei Sachen. Nämlich erstens, ich muss zum Rundel und Möbel anschauen. Weil ich brauche auf jeden Fall brauche ich drei Möbelstücke. Nämlich ich brauche einen Kleiderschrank,
Ich habe nämlich bis heute keinen Kleiderschrank. Gut, das da hinten ist mein Kleid, also das da, dieses Teil mit dem Spiegel, das ist mein Kleiderschrank momentanen Stand. Und da aber auch nur der obere Teil und das ist nicht so viel. Und deswegen brauche ich einen neuen Kleiderschrank, damit ich einfach mal ein bisschen mehr Platz habe. Dann brauche ich einen zweiten Schreibtisch, weil ich möchte gerne zwei alte PCs, die ich noch habe, die aber uralt sind, wieder aufstellen können. Aber weil ich da Spiele habe, die ich auf denen gerne gespielt habe, weil ich da Daten drauf habe, die ich gerne lieb mag und so Zeug. Einfach, weil die mir sehr viel bedeuten, die mir sehr wichtig sind und die möchte ich dann, wenn ich denn wirklich dann ein größeres Zimmer habe, möchte ich die Chance haben, die dort hinzustellen. Ja, und dann halt noch einen zweiten Sessel. Also ich sitze hier ja jetzt nicht auf einem PC-Stuhl im klassischen Sinn, sondern ich sitze auf einem Sessel und da möchte ich einen zweiten Sessel haben, damit ich dann am zweiten PC auch arbeiten kann, aktiv. Ja, und dann die zweite Ding ist, ich muss zu einem Textilgeschäft. Ich weiß nicht, wie es genau beschrieben wird, aber ich brauche einen riesen Teppich für unter die ganzen Sachen drunter, also für unter meinen PC und unter den Schreibtisch und so. Und halt, was ich auch noch brauche, ist Gardinen dann für das Fenster, weil wir müssen dann auch das Fenster komplett neu machen. Also das Fenster in dem Zimmer ist leider komplett kaputt und meine Mom hat schon gesagt, wenn wir dann schon alles abreißen und neu streichen und so weiter, dann machen wir auch ein neues Fenster rein. Ja. Und das wird jetzt erstmal ein richtiges Mammutprojekt. Und ich muss zugeben, zum Teil habe ich Angst davor, weil es halt echt viel wird, was da zu tun ist. Und auch viel, wo ich dann überlegen muss, wo will ich das hinhaben, wo brauche ich das. Und es wird eine Menge Räumerei. Aber auf der anderen Seite bin ich auch schon ganz aufgeregt und freudig, weil es, ja, es ist ein neuer Lebensabschnitt, der sich damit auftut. Ach ja, dieses weiße. Der kommt dann voraussichtlich auch mit in das neue Zimmer dann. Und ja, dann wird dafür die letzte Regalebene auch wieder eingebaut. Also ja, dann kann ich, habe ich da auch wieder ein bisschen mehr Stauraum. Ja, und das war eigentlich alles soweit. Dann kann ich euch gerade noch gar nichts dazu erzählen, groß. Also ich, für meinen Teil, ich muss jetzt halt echt viel planen, ich muss überlegen und ich muss auch vor allem gute Möbel finden. Das ist auch noch so eine Aufgabe. Und dann, wenn alles nach Plan läuft, müssten Leo und ich, weil der kleine Mann kommt natürlich mit, spätestens so. Ja, ich schätze, spätestens im Mai 2023 müssten wir dann umziehen können. Also, ich meine im Sinne von, dass dann alles fertig ist und wir nur noch reinsitzen müssen. Das müsste so spätestens im Mai sein. Juni würde ich nämlich schon gerne dann da sein. Ja, auf jeden Fall, das ist dann so das nächste große Projekt. Und da werde ich euch dann so gut ich kann und so oft ich kann mitnehmen. Und ich werde euch auch immer wieder mal kleine Update-Videos, wo ich so Ideen überlege und sowas einfach mal drehen. Und ja, am Ende werde ich euch das dann als ein Monatsprojekt einfach aufdröseln auf mehrere Videos. Und dann könnt ihr dann einfach euch anschauen von Planung bis Fertigstellung. Weil ich finde es besser, wenn ich so mache, als wenn ich euch jetzt alle paar Wochen ein Video mit einem Update gebe. Ich habe jetzt gerade folgende Idee, obwohl. Ich weiß noch nicht, aber wahrscheinlich mache ich es eher so, wie ich es ursprünglich überlegt hatte. Ja, ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr schon mal so große Augenbauarbeiten habt und ob ihr mir einen Tipp habt, was man da bedenken sollte, was man auf jeden Fall machen sollte, was man nicht machen sollte. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder auf Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.outlook.com. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.